Es ist tatsächlich das Engagement, das Sie angesprochen haben, das mich auch hergebracht hat, wo diese Technologien zusammenkommen und nicht nur die Bits und Bytes sich verändern, sondern die Bits und Bytes mit dem Stromfluss zusammen die Landschaft grundlegend verändern auf Arten, die wir vorher nie für möglich gehalten hatten. Viele interessante Themen und eine tolle Stimmung. Es ist mittlerweile fast schon alles getaggt und wir sind so weit nicht mehr davon entfernt, dass wir fast alles irgendwo vernetzt haben. Highlight war der Workshop Smart Farming. Ganz groß, ganz viel Spaß gemacht. Viele interessante Leute, kleine Gruppen, sehr produktiv. Ganz anderer Aspekt der Connected World, dass es nämlich auch gerade aus den Ballungszentren raus in die weite Landschaft getragen wird. Tolle Redner gefunden. Die Location gefällt mir sehr schön hier am Schloss. Also Karlsruhe, ich bin zum ersten Mal hier und es ist eine wirklich schöne Stadt. Gutes Essen. Tolles Networking und viele nette Leute kennengelernt. War sehr aufschlussreich. Ja. Ich denke, es ist wichtig, sich als Teil der vernetzten Welt zu erkennen, über Deutschland hinaus zu denken. 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Wir haben 2,2 Milliarden, die online sind. Und wir haben 900 Millionen aktive Nutzer bei Facebook. Das ist, glaube ich, die maximale Vernetzung, die wir derzeit haben. Aber es gibt keinen Grund, warum nicht die Hälfte der Menschheit online sein sollte. Das wird letztendlich kommen. Viele schöne Fragen, wird eine gute Diskussion und ich werde auch wiederkommen. Ich hoffe erstmal, dass wir technisch überhaupt so weit sind, dass wir Produkte und Tools anbieten können, mit denen sich eben Datenschutz auch wahren lässt. Also ich glaube, das Thema Datenschutz ist vor einigen Jahren schon geklärt worden. Der Zug für Privatsphäre ist abgefahren. Was mich am stärksten beeinflusst hat, ist die Mobiltechnologie. Ich glaube, die Unternehmen werden sich in eine Echtzeitverarbeitung verändern. Das heißt, ich bin zu jedem Zeitpunkt aussagefähig, wo stehe ich im Geschäft, was gibt es für Informationen. Und der dritte Punkt sicherlich auch, dass eine Vielzahl der Geschäftsprozesse sich dann wieder in der Cloud wiederfinden werden. Das wird vom Internet, so wie wir es kennen, zum Internet der Dinge werden. Wir werden uns mehr und mehr daran gewöhnen, dass Maschinen, Sensoren, damit verbundene Arbeitsprozesse, also Machine-to-Machine-Kommunikation, natürlicher Bestandteil des Internet wird. Das Internet der Dinge wird die nächsten 10 Jahre insbesondere in Deutschland beherrschen. Wir müssen aber auch die gesellschaftlichen Folgen und auch den Nutzen der Technologie noch stärker diskutieren. Super spannende Leute, die ich hier getroffen habe, eine hochmotivierte Jugend. Also ich habe da gerade ins Gästebuch geschrieben, mir ist nicht bange um die Zukunft.